So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich hab den nochmal dabei. Guten Tag schon wieder. Und wir gucken uns an Flux Stompy gegen UB Ninjas. Letzte Woche Flux Stompy ja auch gespielt. Ja. Nicht die besten Draws gehabt. Nee. Mal gucken, wie es diese Woche ist. So diesen typischen Stompy-Deck-Charakter. Ne? Ja. Du hast eine Starter, die sieht okay aus, musst nur ein bisschen was nachziehen. Was ziehst du nach? Nicht das, was du brauchst. Wie ist das gegen Ubi Ninjas? Gerade auch mit den ganzen Kontern und was gibt's alles? Du musst halt auf Days aufpassen. Dann haben die halt auch noch den Plan drin mit der, Factory, die sehr stark Factory, ist. Factory, die dir voll in die Suppe spucken kann. Also ist schon schwierig. Dazu halt auch noch normale Counters, also mit Force of Will und so weiter. Ja, ist halt die Frage, ob du durchkommst und der UB-Ninja-Spieler oder ob der UB-Ninja-Spieler dir was wegcountern kann, was relevant ist, und seinen Gameplan evaluiert bekommt. Mhm. Das ist halt die Frage, weil der UB-Ninja-Spieler kann auch schnell ausmachen. Das ist korrekt, das ist korrekt. Hier ist ein Mulligan von Stompy-Seite aus. Aber Stompy darf anfangen, das ist immer schon ein gutes Zeichen für Stompy. Das ist auch ein sehr gutes Zeichen für Stompy. Das kann man mal machen, ne? Genau, drin ist er auf 18. Ich glaube, hier steht nicht 17 Lebenspunkte, sondern 20 Lebenspunkte bei Ubi Ninja. Sollte. Ja, Fetchland Go, das ist nicht. Boah, Ornithopter. Da kann man, jetzt zieht man sich halt eine Menge Leben. Ja. Aber dafür hat man jetzt halt auch Zeit. Mhm. Ja, da kann man einen Goblin noch angreifen. Das ist ein Schaden. Nächste Runde sind es insgesamt 6 Schaden. Dann. Ja. 5. Insgesamt 6, genau. Je nachdem, was da noch kommt. Wenn jetzt noch ein Goblin von der Hand kommt. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Hat nur 3 Mana wieder nur. Mhm. Oh, 14 Leben. Ja, auf der anderen Seite. Und Channel auf 1. Auch richtig strong. Ja, macht eine Menge weg von UB Ninjas. Ja. Von Removalen her, Eliminate, im Main. Hier, der Delf-Zauber. Der Delf-Zauber, genau. Eieiei. Ja, jetzt bist du halt für 3 Mana. Kannst du halt irgendwas machen? Ja, man kann. Ich habe den guten Brazen gesehen. Muss ja. Den Brazen? Ja, ja, okay, nur an die Top, da spielen wir jetzt halt irgendwie so. Ja, man könnte auch hier einfach mit Fetch Go einfach warten, bis der Gegner was gemacht hat. Es kommen nächste Runde. Wie viel Damage? 7. Da kommt ein Brazenburg. Jetzt schon? Jo, das reduziert den Schaden auf 4, aber. Boah, da hätte ich vielleicht eher die Trinisphäre weggemacht und hätte dann versucht, mit Days und so weiter zu spielen. Das, ich glaube, das macht mehr Sinn. Auf der anderen Seite, nächste Runde 7 Damage. Ja, das sieht dann halt schon schlecht aus, ne? Ja. Aber ich glaube, hier war die Trinisphäre eigentlich wichtiger als. Ich glaube auch fast, weil jetzt es ist okay, jetzt kann man halt, da ist ein Mox auf der Hand, jetzt muss man halt in den sauren Apfel beißen und die 3 Mana wahrscheinlich ausgeben für den Mox. Ja, oder man geht halt den Holzweg zu Ende und spielt auf den Goblin wieder aus. Ja, oder das. Oder das. Dann spielt man halt einfach jetzt mit 4 Schaden und dann hat man nächste Runde trotzdem 8. Diese hässlichen Goblin-Token, ich komme da so nicht drauf klar. Die sind so gut. Genau, hat man nächste Runde 8, dann ist einem Leben. Oh, dann macht der Beninja-Spieler auch nicht mehr viel. Ne? Das sind 3 Yurikos auf der Hand. Das ist auch eine ziemlich schlechte Hand tatsächlich. Ja, jetzt muss dann Yuriko reingelegt werden. For the Glorious Satan, of course. Ja, einfach zum Blocken, aber das hilft halt auch nicht viel. Dann kriegt man halt immer noch 6 Damage. Da ist eine Henry-Organisation auf der Hand, 2 Stück und ich glaube ein Fireflux-Squad. Und Mox. Also wenn das halt, dafür ist halt das Land nicht da. Ja, wenn man jetzt noch ein Land hätte, könnte man die Fireflux-Squad endlich mal legen. Ja, oder halt, ja, genau. Oder man muss halt jetzt wirklich in den sauren Apfel beißen und den Chromox legen. Ich glaube, man muss hier einfach den Chromox legen. Man geht runter auf 10, nimmt einen der Garnisonen raus. Weil so schnell kriegt einen der UB-Ninja-Spieler eigentlich nicht umgeboxt. Nee, vor allem nicht nur mit Yuriko hinter einer Trinisphäre. Das sind maximal 6 Schaden? 5. Pause auf Will. Ja, aber Yuriko macht ja auch noch einen. Ja, stimmt. Ich vergesse mal, dass sie selber noch einen Schaden macht. Genau, ja, man kann auch einfach, oder man kann halt auch einfach hergehen und sagen, man lässt einen Goblin liegen, ne? Ja, genau. Also man kann auch einfach einen Goblin in der Verteidigungsposition. Ja, oder man macht das so und hat nächste Runde, wenn man jetzt mit allem angreift, auf jeden Fall den Gegner tot. Ja, stimmt. Ich dachte, die Garnison kostet 4. Nee, die Hanwe-Garnison kostet 3. Ja, ach, der Werwolf kostet 4. Ja, stimmt. Genau, hier geht's dann mal in so einen etwas verwirrenderen Angriff. Und jetzt hat man auch die Garnison zum Blocken. Ja, das ist jetzt relativ okay. Ja, das ist over. Da
da kann man halt mal nichts machen, ne? Ne, der hat Ninja auch nicht aufs Gesicht bekommen. Ja, da ist so, Jesus! Flux, ein Mana! Ja, wenn man die namensgebende Karte nicht spielen kann und trotzdem gewinnt, ist das Deck, glaube ich, ganz gut. Das ist ganz witzig gewesen, ja. So, was kann man jetzt boarden? Blaue Blasts? Ja. Was hatten wir noch? Für die Spyglass hat man, glaube ich, gar nichts zum Ansagen. Außer, ich glaube nicht. Man kann den jetzt so, glaube ich, damit ansagen. Ja, man kann den jetzt so damit ansagen, und man hat ja zwei verschiedene Ninjas. Dann ist halt eher die Frage, ob man dann, ja okay, da hätten wir drei Targets, weil man hat die beiden Ninjutsus plus den die Topter Foundry. Nicht Foundry. Retrofitter Foundry, genau. Auf der anderen Seite hier als Ninja-Spieler auf jeden Fall Force of Despair. Ich mag die Karte einfach. Die ist schön. Ich hab die auch schon Ninjas. Ja, ansonsten ein paar Removal-Sachen noch mehr mit rein. Man kann ja trotzdem Eliminate gegen das Deck spielen. Nur vielleicht nicht. Wie heißt die wunderschöne Karte? Wo für einen Mana zerstört wird. Viertel Push. Viertel Push hätte ich vielleicht rausgenommen, weil Chalice of 1 macht halt so viel. Ja, und die Kreaturen fangen alle bei 3 an, außer die Token. Und ja, die Token sind. Das ist sehr anstrengend. Auf der anderen Seite nimmst du halt auch 4 weg, Eliminate nicht, aber ich glaube, da hätte ich wahrscheinlich auf jeden Fall das anders gemacht. Da kommt ein Daze. Mhm. Keine Chalice für den Stompy-Spieler. Nö. Stompy-Spieler ist traurig. Dafür Changeling. Sehr, sehr cool. Ja, dann brauchen wir aber auch für den, mit dem Dings nicht angreifen. Ne, mit dem Ontopter muss man nicht angreifen, aber das kann man sowieso. Ich glaube, es gibt keinen Ninjutsu, der effektiv gespielt wird in Legacy, der ein blaues kostet. Ich meine, der Ninja of the Deep Hour würde, glaube ich, nur eins kosten. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich meine, der kostet blaues und farblos. Das kann sein. Ich weiß nur, dass der nicht so gut ist. Ja, da kommt halt der 1-1er, aber der wird ja nicht tot geblockt. Ja, nee. Auch komisch, dass der im Block nicht stirbt, ne? Ja, oder im Angriff nicht stirbt. Das ist schon, ja, schon eher selten, tatsächlich. Jetzt hat man jetzt bei Mana einen Brazen Burrer. Da ist auf jeden Fall der Ninja bei, der Card Draw hat, ja. Das ist halt auch schon nicht schlecht. Mhm. Ja, kann man jetzt einfach mal angreifen. Ninjutsu. Ninjutsu, Draw 2, macht 3 Schaden. 3 Schaden, zieh 2 Karten. Ja, Dinge, die das Deck. 2 Onitop da. So viel Blockerinos. Ja. Das sind 2 Brazen Burrer, ein Land und ein Brainstorm, glaube ich, auf der Hand. Da waren Dings auf der Hand, ein Stomp. Ah, beim Flock Stompy-Spieler. Ja. Das war die Frage, lässt man einen Goblin liegen und greift nur mit dem Morboss und dem Token an? Ich glaube, du musst. Blockst dann den Ninja und stompst den Ninja? Oh ja, es würde 3 Schaden machen, das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Ja, oder man spielt halt den Tectonic Giant aus und hofft, dass man einen krasseren Backswing hat. Hat man 4 Mana? Ich habe nicht drauf geachtet, wie viel Mana jetzt in der Hand sind. Ja, ansonsten, man hat schön im ersten Spiel gesehen, was halt Stompy halt auch so stark macht, weil das war ja ein ganz normales Stompy-Punkt-Deck-Game. Ja, ja, das war wirklich so, spiel mal eine Trainingsphäre und hau dich danach zu Klump. Genau, und das ist ja das Schöne an diesen Decks, auch wenn sie manchmal einfach Auto-Loses haben, haben sie eben auch diese Auto-Wins, sag ich mal. Du hast auch Auto-Wins, wenn du einen Turn 1 in Blood Moon legst. Ja, das ist halt genau. So. Es kommt aber darauf an, welche Version du spielst. Hier gibt man erstmal in Combat und greift an. Man lässt den einen Goblin zurück zum Blocken, das ist korrekt. Mhm. Das ist korrekt. Jetzt die Frage, ob man den Giant spielt oder... Stomp. Da wird man auf das Stomp gehen. Weil es ist auch Daze. Oh, da ist noch ein Ninja. Ist noch ein Ninja. Uff. Ich würde gerne in Comet gehen. Da wird der Changeling abgeräumt. Aha. Aber bevor man in Comet geht, was wichtig ist, weil ansonsten kann der Changeling nämlich nicht gut werden. Und oh, da ist Force. Force kann man halt wirklich benutzen. Das nimmt jetzt halt eine Menge Luft aus dem Play raus. Mm. Aber das finde ich ja, wie gesagt, ganz schön zu sehen, dass man das halt macht, bevor man in Combat geht, damit die Karte nicht wegminiziert werden kann. Mm, weil ja, okay, kann der eh nicht. Der muss ja ungeblockt sein.
Ja, wenn man sagt, Attacker Declare, blocke ich hier, zerschieße ich den. Ach so, ja, ja, wenn man so lang wartet, ja. Ja, genau. Und dann, das habe ich so oft schon gehabt, dass man dann sagt, block, zerschieße ich die Kreatur, mache ich mal. Hier ist ein Angriff, und zwar wirklich nur für 1, draw 1. Da geht der Tectonic Giant, aber das heißt, da geht der next round play. Hm. Yes. Und da ist noch einer, das ist natürlich das zieht jetzt gleich halt unendlich viele Karten. Und ja. Jetzt hat man wahrscheinlich den Top-Deck gehabt. Der Top-Deck-Land. Das war der Klassiker, den ich jetzt habe. Jetzt greift wahrscheinlich ein Goblin an, der angreifen muss, das war's. Ja, oder mal, ja, du kannst die Changeling, du kannst du eh nicht blocken, du kannst nur den Ninja blocken. Das heißt, da kannst du theoretisch mit allem bis auf einen angreifen. Ja, aber dann blockt der Ninja den großen kaputt. Der ist 1-3. Der ist 2-3. Ist 2-3? Der ist 2-3. Yuriko ist 1-3. Stimmt. Genau. Deshalb. Also hier ist noch ein Ninja und. Uiuiuiui. Ja. Das ist schon. Kann richtig. Das kann jetzt halt richtig ätzend werden. Vor allen Dingen, war das eine Yuriko? Nee, es ist leider nur der Cardboard-Typ. Aber der zieht jetzt 6 Karten. 6 Karten. Ja, ansonsten wäre das Spiel halt vorbei und wir könnten in das nächste Game gehen. Hier, das wirkt gerade so ein bisschen. An der langen Leine geführt. Ja, das. Jetzt sind halt die Fiery Confluence drin. Ja. Jetzt kann man halt auch noch eine Menge rausholen aus dem Spiel. Ja. So, weil bei sich einen Schaden an jeder Kreatur, 2 Artefakte zerstören und meist schon wieder fast im Game. Oder man klärt einfach das komplette Board. Ja, oder man macht das so, ne? Aber da muss man halt auch ein Follow-up haben. Ja. Den Ninja-Spieler auch. Das ist logisch. Da ist nun. Draw Beat gewesen. Interessant. Was kann man hier ziehen, was man nicht spielen möchte? Jetzt nicht spielen möchte. Upgrade? Also irgendeinen reaktiven Spell auf jeden Fall. Ja. Irgendwas Reaktives. Mhm. Weil du. Dann hat das Deck halt nicht so viel tatsächlich. Die Version tatsächlich fast schon. Du hast Storm drin, du hast Upgrade drin, du hast. Jetzt noch die die Red Elemental, aber die Pyroblasts drin. Mhm. Aber jetzt passiert halt so viel. Da muss nur eine Yuriko auf der Hand sein. Ist das Match eigentlich schon im? Ja, es ist Yuriko. Sie ist auch da. Ich glaube, das Problem ist eher, dass man hier dann schauen muss, dass man jetzt auch gleich genug Damage macht mit dieser Yuriko. Ja, okay, dann stackt man halt die Draw-Trigger vor den Damage-Trigger. Ja, genau, man stackt das jetzt so, dass man macht erst die Yuriko-Trigger, dann die Draw-Stick auf den Stack, zieht dann 6 Karten und dreht dann 3 Karten, man zieht doch 6 Karten und dreht danach 3 Karten um. Die man auch zieht. Die man auch zieht, genau. Aber jetzt kann man zum Beispiel Brainstorm benutzen. Es scheitert an dem Zeug. Wenn man einen hat. Ja, ich glaube, das Problem ist eher, wenn ich es richtig gesehen habe, sind die maximalen Mana-Zahlen. Ich mache Brainstorm. 3. Ja, okay, dann macht aber trotzdem nicht viel. Man hat halt keinen Force. Der würde halt jetzt instant töten mit 3-3 Force. Mhm. Aber wenn man jetzt nur 2 zurücklegt und man legt halt 2 Dreier zurück, logischerweise, macht man nur 6 Damage und muss dann hoffen, dass die nächste Karte tödlich ist, weil ansonsten hat der Gegner noch einen Zug. Und das will man natürlich nicht. Nee, das stimmt. 2-3-3. Hat man da gerade eine Karte zu viel zurückgelegt beim Brainstorm? Nee. Ich meine schon. Kann sein. Müsste man jetzt auch noch leben. Oh, gönn dir. Ja, auf 15 und dann. Ja, das ist im. Nächste Runde klickst du einfach nur quer und fertig. Ja, genau. Das ist genau. Da kommt nichts mehr. Da war der Werwolf, da war eine Braid. Ein Chromox war das, natürlich. Ja, der gute, der ist gute Luft. Luft. Der ist Luft. Genau. Ja, 1-1. Interessant. Jetzt. Widerstart von Flux Stompy. Das ist halt die bringt viel eigentlich. Du brauchst dann echt einen guten Start, wie gerade eben, einfach nur mit Trinisphäre und Go. Ja, Trinisphäre, Chalice oder auch Turn 1 Goblin kann natürlich schon sehr, sehr stark sein. Chalice ist da auch sehr, sehr stark, weil die Beater liegen halt auf 0 und auf 1, die reingebracht werden. Dann die ganzen Cantrips, das bisschen, da ist auch schon die Factory. Die Retro für der Foundry, genau. Foundry. Ist keine Mischras Factory. Nee, für mich ist es eher eine Topter Foundry, da habe ich eher das Problem mit. Aber das ist ein anderes Deck. Genau, Mountain Go, das ist nicht der geilste Start, aber ja. Topter. Foundry, okay. Das ist jetzt halt ätzend, weil jetzt kriegt man den Topter nicht weg.
Ja, gut, der Top-Da ist jetzt relativ safe. Auf der anderen Seite braucht die Foundry halt, bis sie läuft, eine ganze Weile. Mhm. Da kann man jetzt halt überlegen, ob man jetzt, was ist denn da? Ist das ein Giant ganz unten? Ich glaube, es ist ein Giant. Muss die Hände mal anders halten. Ja, ist ein Ancient Tomb. Na, Braid ist auf jeden Fall auf der Hand. Mhm. Go, Upkeep. A Braid. Braid. Oh, ich erinnere mich an den Play. Oh, jetzt wird's peinlich. Ja, ich habe schon Mana im Pool und ja, jetzt wird halt. Ja, genau das. Okay, jetzt so gucken, will ich das Force hinterher schmeißen? Also, ja, genau. Also das Daisy war mega peinlich, weil natürlich hast du noch ein Mana im Pool, das du dafür bezahlen kannst. Das war super peinlich. Und dann wird der Top da geopfert, um einen 4-4er zu kriegen. 4-4 Konstrukt, richtig? Yep. Und da gibt es schon wieder keine Token von MTG. Natürlich gibt es auch wieder keine Tokens von MTG.com. Dafür müsste ich erstmal ein bisschen mehr von den Affiliate-Links bekommen, damit ich mir die davon holen kann. Ja, leider. Da ist das. Leider. Wenn ihr es unterstützen wollt, unten in den Kommentaren. in den Beschreibungen. Ja, dieselbe Insel wieder spielen und Ponder. Ja, selbe Insel spielen Ponder. Das ist halt Brainstorm. Days Force und der Spirit. Man hat noch ein Force und also nicht der Spirit, das der Changeling. Der Changeling. Und man hat noch das schwarze Force auch auf der Hand. Und ich glaube, was man jetzt hier versucht, ist, man versucht jetzt einfach dieses 4-4-Konstrukt irgendwie in den Sieg zu reiten. Ja. Weil man hier jetzt einfach nur versucht, die nächsten 4 Runden wegzukontern oder 3 Runden. Alles, was da kommen mag, damit man irgendwie dieses 4-4-Konstrukt zum Sieg reitet. Mal gucken, ob das funktioniert, weil das ist schon. Das ist schon ein langer, da braucht man schon einen langen Atem für. Ja, vor allem, weil man ja auch relativ schnell mit Flux Dompy zu dem Moment kommt, wo man 2 Sachen gleichzeitig spielen kann. Ja. Oder halt den Goblin spielt und dann die Runde drauf mit einem Fireflux auf einmal 3 richtig fette Meter. Ja, genau, da darf nichts durchkommen. Da und da darf auch Force. Wirklich. Ja, da darf auch wirklich nichts am Ende kommen. Da ist wieder das Force, die Insel Beat. Oh, die Engine Hoop hilft natürlich auch noch. Hm, das wird jetzt echt knapp. Einen Turn geklaut, glaube ich, aber muss halt sein. Das soll das jetzt. Das ist ein Fireflux. Echt knapp. Für 3 kommt dann ein Legion Warboss. Der wird auch geforst. Jetzt wird's halt knapp. Warte, oben auf dem Deck kommt jetzt der Changeling. Der Changeling. Oh ja, und man hat noch das andere Force auf der Hand. Das wird halt jetzt interessant. Jetzt darf halt nicht sowas wie Ansnell Bridge oder irgendwas in der Richtung kommen, was auch. War gar nicht drin. Stimmt. Das kann man sich gar nicht erlauben. Stimmt. Weil jetzt kann man einfach End of Turn. Dass man bis jetzt halt Pair machen. Keine Braid oder so zieht. Das ist halt auch. Doch eine Kerze. Das ist, ja, dann kommt der. Man wartet jetzt ab und sagt, ja, ist okay, dass der kommt. Und dann End of Turn, Force of Despair. Man zerstört alle Kreaturen, die in diesem Zug ins Spiel gekommen sind. Und Beat für 4. Der erste Runde. Kein Fireflux. Nee, schon wieder kein Fireflux. Ja, sehr, sehr cool. Ich fand die Runde sehr, sehr cool, bis auf meinen Fail, dass man Days bezahlen kann. Und ja, passiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.